So, meine Freunde, ja, ihr seht jetzt gleich im Anschluss Part 2 unserer Texelreise. Gleich noch ein paar Dinge mal vorab, und zwar Nummer 1, also der Urlaub war wunderschön. Wir wollen in Zukunft viel mehr Vlogs auf diesem Kanal bringen, das heißt, ihr seid auch gefordert, schreibt gerne mal in die Kommentare, was wollt ihr an den Vlogs anders haben, wie wollt ihr die in der Zukunft gestaltet haben. Wir haben jetzt uns die Videos nochmal angeschaut und haben selber gesagt, oh, es ist schade, dass wir viele Sachen nicht gefilmt haben. Und ja, wir sind natürlich, wie gesagt, absolute Anfänger und versuchen erstmal in diese Sache reinzukommen, weil sie macht uns unheimlich viel Spaß. Jetzt will ich aber euch gar nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Wir sehen uns gleich im Video. Warte. Video. Mach, zeig ich dir gleich. Ja, gleich. Ja. Nein, ja. Wenn du nicht aufhörst, dann zeig ich dir gar nicht. Geh mal hier hinter mich, bitte. Schingelklopfe, Schingelklopfe. Ja, heute Tag 2 auf Texel. Wir haben, bislang waren wir am Strand gewesen. Wir haben jetzt hier eine Radtour zum Leuchtturm gemacht. Habe ich euch eben schon mal ein bisschen gezeigt, was wir jetzt noch vorhaben. Wir wollen jetzt dann auf jeden Fall noch mal ins Schwimmbad gehen, wollen noch was Leckeres essen. Und morgen werden wir dann mal die ganze Insel erkunden. Hab heute ja gut geschlafen, war auch bitter nötig, gestern nur 4 Stunden geschlafen, also von Sonntag auf Montag, und jetzt bin ich wirklich wieder topfit. Wetter ist genial, habe jetzt gerade einen Pulli an, weil es doch sehr, sehr windig ist. Ich zeige euch noch ein bisschen was hier vom Strand. Ja, wir werden jetzt dann noch, wie gesagt, nochmal ins Schwimmbad gehen, und ein bisschen was hat der Tag heute sicher noch zu tun. Willkommen auf Tag 2, Texel. Wir sind jetzt hier am Meer. Und ihr könnt es am Wind hören. Es ist sehr windig, wie auch im letzten Jahr schon. Wie immer so schön. So, ich drehe, damit ihr auch sehen könnt. So. Ja, ihr seht, Sonne ist da. Wetter ist heute perfekt für bis mehr. Ich zeige euch mal ein bisschen den Strand. Man kennt es auch von anderen Urlaubsorten. Jetzt kommt das Meer auch etwas weiter. Das war letztes Jahr auf jeden Fall viel, viel weiter draußen. Bestimmt, keine Ahnung, 30 Kilometer lang. Wir haben alle möglichen Richtungen. Ich werde auch mal zum Leuchtturm, da kann man sich hier was sehen.
Ja, hier befinden wir uns jetzt so ein bisschen im Zentrum von der Krim. Hier ist sozusagen die, ich hätte mal, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich vermute, das ist jetzt die Eventhalle einfach. Eventhalle, Texel. So, hier, wie gesagt, hatte ich euch ja gestern schon mal gezeigt, das ist hier dieser Kletterpark. Vielleicht schaffe ich ja morgen mal. Ansonsten wird es ein bisschen knapp. Hier Schwimmbad mit den 5 Rutschen. Ich denke, das werde ich auch mal machen, dass ich die Rutschen rutsche und auch mein Handy vielleicht mitnehme. Mal gucken, ob ich es darf. Ansonsten riskiere ich es einfach. So, ich zeige euch das Ganze mal. Ich gehe mal ganz kurz rein, dass ihr es auch mal schon von nah mal gesehen habt. Das zeige ich euch auch mal. Hier geht's rein. Es finden halt ständig Shows für Kinder statt. Ja? Als ik de kus uit elkaar haal. Jullie mogen niet kijken. Zo, oké. Zijn we er klaar voor? Handen in de lucht. Ga ik hem uit elkaar halen. Ja. So, habt ihr hier die Cardiogeräte? Ganz cool hier, auch mit dem Blick ins Schwimmbad. Das Schwimmbad hat hier, ich glaube, 5 Rutschen, 5 verschiedene. Die eine ist so eine Abenteuerrutsche, auch ziemlich cool. So, hier haben wir Beine, also Beinpresse. Auf jeden Fall steht heute bei mir Beine auf dem Programm. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen es ja. Hier habt ihr im Prinzip so eine Multistation. Und ja, ich werde jetzt mal mich ans Training machen.